Na klar, gucken wir danach. So. Eine interessante Höhle. Sehr akkurat gebaut. Piece of cake. Oh, Maschinen. No pain, no gain. Auf geht's. I wanted to save this for something special. I guess there's no choice. So, Dosenteile lernt, nochmal Heilmittel, zack, alle weg. Die halten ganz schön viel aus, die Roboter. Die brauchen, haben sogar zweimal dunkle Machtangriff, die sie überleben. Bringen genauso viel wie der Behemoth. Ist klar. Todesurteil. Ach ja, stimmt, und Juna hatte ja den Daigo erlernt. Tod. Gut. Pain lernt zu sterben. Und Juna hat wahrscheinlich jetzt Daigo Level 3, ne? Ja, Daigo Level 3 ist 50% schneller einsetzbar. Machen wir. Sie lässt sich jetzt nicht öffnen. Ist. Ich gehe erstmal hier weiter. Weil der rote Pfeil zeigt nach unten. Der Stachel ist fies. There's enough pain to go around. Okay, jetzt mal weg. Er ist weg. Und er ist weg. Bringt ganz gut Punkte. Find ich. Oh, eine Tür. Was sind das alles für Türen? Oh oh. No pain, no gain. Oh. Da ist ja jemand einen Stopp abbekommen. Also Juna hat den Stopp abbekommen. So. I wanted to save this for something special. Ich hätte erst Angst gehabt, dass sie versteinert worden wäre. Thank you. Come again. Der Hund. Piep, piep, piep. Er ist selber zum Roboter geworden. Hat einen Defekt. Ach komm schon. Let's do it. Weil die bringen gut Punkte, ne? Also. Das musst du so sehen. Mal der komische Rekorder hier weg. So. Ob wir das Ende jetzt endlich erreichen. Wow. Keine Reaktion. Na gut, dann laufen wir wieder zurück.
Und noch einmal den Mega. Ist eigentlich ganz praktisch hier mit dem Heilen immer. Sag mal! Ich glaube, es hackt. Man kann es auch schon übertreiben. Roboterklatsch-Wettbewerb. So, mal gucken, wo wir hinkommen. Nicht einsetzen, diesen die dunkle Macht, weil der Rekorder uns blockiert hatte. I wanted to save this for something special. No pain, no gain. Na toll. Ich dachte, er würde dadurch auch unterbrochen werden, aber nein. Ist leider nicht so. Wie lang ist das denn hier? Ich meine, mein innerer Monk ist hier befriedigt, weil es einfach so geradlinig alles ist und sauber. Level up. Okay, es ist ja also eine Art Labyrinth, ja. Frage ist, wenn wir dort... Ah, ja, Kisten. Wenn wir dort hingehen, wo wir es nicht hin müssen, finden wir doch mit Sicherheit Kisten, wollte ich sagen. Diamantenband. Das klingt nach irgendwas mit Verteidigung. Abwehr plus 40. Ist aber auch nur Bronze, also. Die sehen so grün angelaufen aus, die Roboter. Die mal so um. Geht ein bisschen schneller, glaube ich, sogar noch. So. Und wieder eine Reihe weg. Wow. Ah, hier ist zu. Okay, hier können wir also gar nicht lang. Ich verstehe. Aber warum wird das denn als Durchgang markiert? Das war doch bei dem Eingangsdurchgang auch nicht so gewesen.
wie der Hund in der Luft fliegt. Okay, wenn alle unter Stoppzauber stehen, ist auch fies. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen aufpassen. Jetzt gucke ich aber nochmal, wo es. Ob wir vielleicht hier irgendwie weiterkommen. Give me a break. Give me a break. Die Verderberin. Sehr schnell die Pain. Es ist schon extrem. Die anderen habe ich das Gefühl, die kommen nicht so schnell voran. 47, nee. Also die rattert die Dinger hier runter, wie sonst was. Dunkler Himmel. Erteilt Flächenschaden. Das klingt interessant. Dann haben wir noch quasi die und noch eine andere Fähigkeit. Dann sind wir mit Pain schon wieder durch. Ah, hier ist wieder so ein Pinöppel in der Wand. So, ja, weg. Here comes my trump card. We've got bigger fish to fry. Keine Reaktion. Danke. Hi there. Möglicherweise laufen wir hier gerade so ein paar Wege umsonst. Es ist mir auch durchaus bewusst, aber ich möchte es halt gerne erkunden. Nice knowing you. Das ist irgendwie langweilig, wenn man die ganze Zeit mit einem Schwert dreht. Ah, guck mal, hier ist noch eine Truhe. Ein Hyper-Hyper-Band! Was macht das? Angriff plus 30, wow. Oh! Ein Balltrainer, wenn man so möchte. Mund halten. Kong. So, krass. Ja, viel hält der jetzt auch nicht aus. Sieht specialiger aus, als er ist. Ich glaube, der stumm bleibt. Okay, müssen wir gleich mit der. Ja, ich kann jetzt mal alle Heilmittel einsetzen. Aus 3, mach 0. We've got bigger fish to fry. Ich kann mich an diese Höhle überhaupt nicht mehr erinnern, muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, ob die damals auch schon mit drin war oder ob ich die einfach verdrängt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich bin halt wieder gestoppt worden. Immer Yuna. Ich meine, ich finde Yuna ist noch mit die entbehrlichste, also alles gut, aber trotzdem mehr für dich. Ha.
Glück gehabt. Mit Riku. So, nach oben gehe ich noch nicht. Jetzt nicht weiter. I'm on a roll. Wahrscheinlich muss ich das hinterher sowieso alles nochmal wieder ablaufen. Here comes my trump card. So, jetzt ist die Frage, was haben wir da hinten? Oh ja, komm, wir gehen mal gucken. Was soll's? Jetzt ist auch egal. Da haben wir nochmal wieder so einen Pinörpel in der Wand, aber der wird wieder wahrscheinlich keine Reaktion haben. Mal ohne vergiften, danke. Keine Reaktion. Die kann man denn so rum? Lass mich doch wenigstens sehen, was dort noch ist. Hier kommt der Hurt. Okay, diesmal ist es die Pain, die gestoppt worden ist. Was du da? Super Hund. Nice work. Wenn zu viele Leute im Weg stehen. Das ist eine Kiste. Mit einem Wunderschleier, den ich mir natürlich auch angucke. Zauberfall plus 40. Das ist eher so Mittelklasse, was wir hier finden. Und hier ist wieder eine Wand. Wow, 4.032 Damage, das ist nice. Hat ihr Crit Riku eigentlich nur oder macht sie generell mehr Damage gegen Maschinen? Ja, gebracht war. Wir steigen munter flockig Level auf. Müssen wir auch, weil wir uns Josie Tempel und die Bikanell-Wüste haben, sind auch ein bisschen zu heftig für uns gewesen. Das heißt, wir müssen Level aufsteigen. Ah, dieser Kackstopparm. Good boy. Nichts gemacht. Ich will nur mal betonen, wir haben schon eine ganze Weile nicht mehr gespeichert, ne? Also. Wem bin ich denn jetzt gerade? Sie. Okay. Ja, also bei Riku scheint der Stopparm nicht zu funktionieren. Oder, ja, sie hat jetzt Glück gehabt. Ich bin mir unsicher. Ist das da hinten Sid? Ich hatte mich vorhin schon gefragt, als wir gegen die Chimären gekämpft haben, warum
wo Sid eigentlich abgeblieben ist. Der hing doch immer in der Donnersteppe rum. Wahrscheinlich hat er die ganze Maschine losgelassen. In Wahrheit ist er einfach der Böse. Aber lass mich bitte erst die Kiste nehmen, bevor ich mit dir quatsche, ja? Ich kenne doch das Spiel. Daher muss ich hier nochmal rein. Diese Kackkiste. Hi. Howdy? What howdy? What the heck are you doing? I found a hole, so I decided to explore it. Call it curiosity. Okay. But this place is swarming with fiends. I can't get out. Du meinst Maschinen. Do Pop a favor and show him the way out of here. Ow! Oh! Ow, 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 ow. Must have pulled something. Oh, you are so lame. Beiß die Zähne zusammen, verdammt. Who's gonna carry him? Hey, let a man keep his pride. Got a better idea? Well, how about this? Make your old man proud and scrap that thing. Ich sag doch, der ist der Böse. Ich sag doch, der kontrolliert hier alles. Spleen. Okay, und wir kennen das noch vom... vom ersten Teil im Prinzip, wo wir immer aufpassen mussten, nicht alles auseinanderzunehmen. Damit er eben nicht seinen Megastrahl einsetzt. Aber ich glaube, damit wären wir schon fertig. I guess there's no choice. Mach einfach mit Rico ein bisschen auf Heilung und dann passt das schon. Das ist so viel Damage. Oops, forgot to mention I had this. Der am Kriechen ist die ganze Zeit. Zauberstrahl. Wow. Der kann ja gar nichts. Okay, wenn er wenigstens noch im vierstelligen Bereich pro Charakter abgezogen hätte, aber das ist ja lächerlich. So, und weg. Im ersten Teil war das wesentlich stärker. $4,600 und 10.000 Geld? Ja, okay, Kristallreif gibt's auch noch. Okay, was sollte das? You're welcome aboard our airship. Vitran! If we feed Uther Kred, you must want to stop. Es Kunoka. Then fika to Aiko, freak the grab. Nein,
warte, lass mich doch hier. Sid and brother have put each other through a lot over the years. Not even Riku knows what caused their final falling out. Still, there's something nice about the whole thing. If only I could have talked like this with my father, or you, with yours. Episode abgeschlossen. Ja, zumindest ist das. Ja, und wir müssen noch mal rein. Ja. Ach, Mann, ey. Was ist denn diese Kackkiste? Hier steht er da oben und schmollt. Gut, wir können ja mal mit ihm quatschen. So, ja, wenn wir gerade hier sind, dann einmal hochfahren. Shameful how they gussied this baby up. Dirt kitschy paint job. Oh, just who does he take after anyway? Wo ist der jetzt in den Quartieren? Sid? Ich wollte doch mit dir reden, wo bist du? Wo rennt hier so viel Chocobos immer rum? Ich sehe nichts! Ich sehe hier nichts! Okay, Sid ist hier auf jeden Fall nicht. Eine andere Möglichkeit wäre, dass er vielleicht im Maschinenraum ist. Würde ich ihm auch zutrauen. Hier. Okay, auch nicht. Okay. Da kann er ja noch auf der Brücke sein, weil er ist ja vom Außendeck weggelaufen. Ich gucke zur Sicherheit nochmal eben auf dem Außendeck. Einen weiteren Prozentpunkt. Wenn wir sehen, wir nagelbock Bermadek? Set Winuf Pichichak dran. Tut kune Win kam wie dran? Wie säcker ne Pusedreck? Du hast was kaputt gemacht. Wenn ich Win krieg, Madi, rück mach hier. Tu fried wie Fin. Okay. Ich überlege jetzt wieder. Ich möchte immer noch mit Sid reden, verdammt. Wo ist er denn jetzt wieder hingelaufen? Ist er wieder oben auf dem Außendeck? Ist er wieder Schnitzeljagd hier auf dem Schiff? Quartiere. Ich will nur mit ihm reden, mehr nicht. Nur mit ihm reden. Jetzt kann ich wieder nichts sehen. Ja, jetzt haben wir Glück gehabt. Hier ist er auch nicht. Das heißt, er wird im Maschinenraum sein. Und er hat sich einfach aufgelöst. Warum geht man in den Maschinenraum? Außer natürlich, um Kisten zu öffnen, meine ich. Nicht schlecht, der Antrieb. Hey, Juna, bleib locker. Hier fühle ich mich wohl. Ich kann nicht mit ansehen, wie er das Ding steuert. Okay. Also hier ist sein Erfüllungsort. Sei es drum. Er kann die neuen Leute begrüßen, die hier an Bord kommen. Macht er so ein bisschen die Empfangsdame. Also in dem Fall natürlich Empfangsmann, ne? Gibt's auch. Empfangspersonal. MVD. So. Ja, und wir müssen nochmal. Hey. Ich freue mich.
Daigo Level 3 erlernen. So, Chocobo erstmal weg. Tut mir leid, liebes Chocobo. Nice work! Dann schauen wir doch mal, was wir mit Juna als nächstes machen können. Schnee-Daigo, Flut-Daigo, Flut-Daigo, die Geschichte. MP 50%, halt mit einem MP-Verbrauch. Ist grundsätzlich nicht verkehrt. Heil Lebensenergie. Machen wir mal die MP 50%. Ist von den Sachen, die wir hier haben, gerade noch das, was ich am meisten gebrauchen kann. Mein Auge juckt. Ich guck mal zwischendurch wieder, wie weit unsere Riku ist. Hey, 519. Sehr nice. Das heißt, wir haben mittlerweile über die Hälfte zusammen. Bilde mir ein, die Chocobos bringen relativ viele Erfahrungspunkte. Dann tut es nicht ganz so sehr weh, diese kleinen Vögelchen zu töten. Nur wir können sie halt nicht mehr einfangen, weil wir haben zu viele. Die Chocobo-Farm ist voll. Hat uns der Clasco ja schon gesagt. Und ich hoffe, das, was da drin ist, lohnt sich. Wenn nicht, dann beiße ich hier wieder in die Tischkante. Also hinkommen müssen wir ja auf jeden Fall, weil sonst würde die Truhe da ja nicht mehr stehen. Dann hätte die Truhe dort nicht gestanden. Da vorne steht auch der Typ noch. Jawohl. Piece of cake. Ach du, schon wieder hier. Fall doch einfach um. Danke. Bringt kaum was. Pünktchen, so. Eludiga, we do Draruma. Ja,